Liebe Modellbahnfreunde, in diesem Erklärvideo zeigen wir Ihnen die Steuerung der CS3 im vereinfachten Modus. Wie Sie in den vorhergehenden Videos gesehen haben, haben wir sämtliche Lokomotiven und deren Formate über den Schnelleinstieg an die CS3 angemeldet. Dieser Schnelleinstieg findet aber nur einmal statt, er kann also nicht noch einmal aufgerufen werden. Das ist aber nicht so schlimm, weil alle Lokomotiven können auch über den normalen Kontext von der CS3 angelegt werden. In unserem Beispiel habe ich jetzt hier eine Lokomotive, die einen MFX-Decoder besitzt. Und wie Sie wissen, melden sich Lokomotiven mit dem MFX-Format immer selbstständig an. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Wenn ich nun die CS3 starte, wird sich die Lokomotive oder die Zentrale vielmehr wird die Lokomotive finden und dann automatisch anlegen. Es startet der Anmeldeprozess, der Decoder wurde von der Zentrale gefunden und nach einer kurzen Zeit ist die Lokomotive betriebsbereit. Der Decoder wurde komplett ausgelesen, die Zentrale kennt nun die Lokomotive und wenn ich sie steuern möchte, dann kann ich auf einen von diesen Steuernreglern hier diesen MFX-Button, der plötzlich aufgetaucht ist, betätigen und dann ist die Lokomotive vollkommen steuerbereit. Das mache ich jetzt. So, und wie Sie sehen, hat sich die Lokomotive komplett angemeldet. Hier ist das Lokbild, hier ist die Lokbezeichnung. Auf der linken Seite haben wir sämtliche Funktionen als Icons dargestellt. Die Lokomotive hat 32 Funktionen, Sie sehen aber hier nur 16. Dazu müssen Sie hier unten einen von diesen kleinen Strichen anwählen, in dem Fall das graue. Und dann komme ich auf die nächsten 16 Funktionen. Wenn ich die Lokomotive betreiben möchte oder fahren möchte vielmehr, dann kann ich das entweder über diesen Kontext, ich kann einfach mit meiner Maus hier die Lokomotive anwählen und sie setzt sich in Bewegung. Das gleiche kann ich auch hier unten machen, auf dieser Stelle kann ich die Lokomotive anwählen und selbstverständlich auch mit meinem haptischen Handregler bzw. Drehknopf. Wenn ich die Richtung wechseln möchte, kann ich das in diesem Kontext machen. Ich kann hier auf diesen Knopf drücken oder hier unten oder natürlich den Knopf betätigen und die Lokomotive rückwärts fahren lassen. Des Weiteren können Sie auch die Lokomotive noch etwas einstellen. Dazu muss ich auf der CS3 über der passenden Lokomotive auf den Schraubenschlüssel klicken. Und jetzt komme ich in die Einstellung der Lokomotive. Ich könnte das Lokbild ändern, wenn ich möchte, machen wir natürlich nicht. Oder ich könnte die Bezeichnung der Lokomotive hier wieder anpassen. Ich könnte das Loksymbol ändern, das empfehle ich auf keinen Fall. Und hier haben wir dann den Tacho, auch da könnte ich einen neuen Eintrag geben. Wichtig zu wissen, hier oben erscheint Lokadresse. Das ist eine MFX-Lokomotive, wie Sie hier sehen. Und es gibt in dem Fall keine Lokadresse. Das hat mit der Lokadresse, die tatsächlich vergeben wurde, nichts zu tun. Das können Sie also komplett vernachlässigen. Die Anzahl der Funktionen kann ich auch nicht reduzieren. Die bleibt natürlich hier auf 32. Hier geht es dann weiter auf Einrichten und da kann ich noch ein paar andere Sachen einstellen. Spielemodus kann ich in dem Fall nicht einstellen. Das ist kein Teil vom vereinfachten Modus. Das gibt es nur im Standardbetrieb. Ich kann die Minimalgeschwindigkeit anpassen, ich kann die Maximalgeschwindigkeit anpassen, ich könnte hier die Anfahr- und die Bremsverzögerung etwas anpassen und ich könnte hier auch noch die Lautstärke der Lokomotive etwas anpassen. Ich könnte von dieser Lokomotive eine Lokkarte schreiben und das ist einer der wichtigsten Knöpfe. Wenn die Lokomotive irgendwelche Besonderheiten aufweist, könnte ich sie hier nochmal auf Reset stellen. Hier links könnte ich auch noch die ganzen Funktionen anpassen. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier das Licht anwählen und dieses Icon tauschen mit einem anderen Lichtsymbol, wie zum Beispiel dieses hier, was mir deutlich besser gefällt in diesem Fall. Und dann könnte ich das bestätigen und somit habe ich das Icon getauscht. Auf der rechten Seite sehen Sie dann, wie dann diese Funktion, in diesem Fall F0, wie diese geschaltet werden soll, entweder als Schaltfunktion, bedeutet ich mache es an oder aus, Impulsfunktion, das heißt, die Funktion wird eingeschaltet und nach einer gewissen Zeit wird sie dann automatisch abgeschaltet. Und dann haben wir noch Zeitfunktion, bedeutet, ich könnte hier einen Sekundenwert eingeben. Das heißt, die Funktion wird eingeschalten und nach einer bestimmten Zeit wieder automatisch abgeschalten.
Und ganz interessant, hier haben wir dann den Testknopf. Wenn ich hier draufklicke, kann ich sehen, ob meine Lokomotive tatsächlich das Licht einschaltet oder auch dementsprechend ausschaltet. Des Weiteren haben wir hier alle Icons sortiert. Das heißt, wir haben hier sortiert nach Ton 1 und Ton 2 Symbolen. Das sind recht viel, wie Sie hier sehen. Wir haben hier mechanische Funktionen und auf der anderen Seite haben Sie dann die häufig genutzte Funktionen. Und so können Sie recht schnell das passende Icon für Ihre Funktion sich hier aussuchen. So, das ist jetzt mal der ganz grobe Einstellungsmöglichkeiten, die wir für die Lokomotive haben. Und dann ist die Lokomotive betriebsbereit. Sie haben gesehen, wie wir in diesem Video eine Lokomotive mit dem MFX-Protokoll im üblichen Schema bearbeitet haben und auch eingestellt haben. Und im nächsten Video sehen Sie, wie wir das mit einer Lokomotive im Märklin-Motorola-Format machen.